Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur ersten Folge von meiner FIFA 22 Road to Glory. Endlich geht's los, endlich, starten wir wieder rein ins neue FIFA-Jahr ohne FIFA-Points, ohne Echtgeldeinsatz, ohne irgendwelche Vorbesteller-Packs, ohne Ultimate Edition oder wie auch immer, einfach wie mehr oder weniger jeder normale Spieler mit den absoluten Basics als Voraussetzung. Ihr seht, zu Beginn habe ich natürlich erstmal meinen Verein erstellt, wie auch immer. Ihr seht erstmal die ganzen Leihkarten. Wir haben unter anderem als einzige Bundesliga-Neukarten Andrich und ich glaube Niederlechner bekommen. Und Marvin Friedrich, den will ich natürlich nicht vergessen. Also ich sage mal so, insgesamt noch auswürfig. Ich habe Deutschland genommen, ich hatte gehofft, ich kriege vielleicht ein Simon Terodde. Das Glück hatte ich leider insgesamt nicht, aber ich kann es schon mal so viel sagen. Glück haben wir heute in der Folge noch mehr als genug. Ich wollte euch an dieser Stelle einfach nochmal darauf hinweisen, dass ihr herzlich eingeladen seid, meinem Discord zu joinen. Gerade wenn ihr auch noch neu angefangen habt jetzt mit FIFA, vielleicht wenn ihr auch noch nicht so viel Ahnung habt, aber auch wenn ihr Ahnung habt, wenn ihr Vorschläge habt für irgendwelche Starter-Teams für die RCG, wenn ihr mir helfen wollt bei meinem Teambau, da werden wir auch Sachen machen in Sachen Trading und so weiter und so fort. Oder auch einfach austauschen über Fußball, über IRL oder keine Ahnung, was auch immer. Erster Link ist unten in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da zum Start der LTG nochmal vorbeischauen würdet. Leihspieler habe ich auch bekommen. Ihr habt gesehen, ich habe so ein paar Bonus-Packs bekommen, weil ich ja im letzten Jahr auch schon FIFA gespielt habe. Das hat mir auf jeden Fall extrem geholfen. Vor allem dieses Pack hier. Denn man denkt sich jetzt, ja, blau-schwarz-Zuschauertafeln, bin ich jetzt nicht so ein Fan von diesen ganzen Design-Sachen. Aber EA hat das dieses Jahr angepasst, dass man für die Wappen und sowas sehr viele Münzen bekommt. Und ihr seht, ich habe 3500 Münzen nur durchs Abstoßen bekommen. Ich lege persönlich eh immer nicht so viel Wert darauf. Das kann man sich auch alles noch später kaufen, wenn man ein paar mehr Münzen hat. Und so bin ich mit einem Startbudget von 3600 auf jeden Fall da schon mal reingegangen. Ich gebe euch schon mal den Tipp, ihr seht ja schon mal die ersten Packs. Wenn ihr diese Packs nicht habt, macht vielleicht erstmal ein, zwei Games oder macht die SBCs zu Beginn. Es gibt auch ein, zwei SBCs, die sind relativ günstig, wo man dann auch ein gutes Pack kriegt. Kommt aber auch in ein, zwei Tagen noch in die Folge rein, wo wir dann natürlich auch die ganzen fortgeschrittenen SBCs machen. Da werde ich dann nochmal ein bisschen näher erklären, wie und was ich da gemacht habe. Ansonsten mit so einem Goldteam oder so kann man ja auch einfach eine Runde Squad Battles spielen. Kriegt man auch relativ schnell 6, 7, 800 Münzen pro Spiel und so weiter und so fort. Ihr seht dann erstmal meine vier Starter-Packs gezogen. Ich hatte vier Spieler immer über 80 plus. Das war auf jeden Fall ganz nice. Im ersten hatte ich Pellegrini, im zweiten Matschis. Also es war jetzt, ich sag mal, ausbaufähig. Ich war überrascht, dass diese Packs tauschbar sind. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass die auch untauschbar sein können. Und natürlich auch die ganzen Non-Res. Also selbst wenn ihr da jetzt nichts Gutes rauszieht, ich sag mal so, die 6, 7, 8K holt man Minimum eigentlich aus dem Pack. Mindestens. Es sind wahrscheinlich sogar mehr. Und ich sag mal so, was wäre denn die RTG, wenn wir nicht mit ordentlich Packluck in die erste Folge reinstarten? Denn ich habe aus diesem Pack dann direkt mal einen Joe Gomez gezogen. Das ist natürlich ein absoluter Traumstart. Hatte ich so auch noch nicht in meinen letzten RTGs oder in meinen letzten Pack to Glories, die wir jetzt irgendwie hatten, dass wir direkt zu Beginn so eine gute Karte gezogen haben in der ersten Folge. Der kostete dann direkt 42.000, den habe ich auch verkauft, das sage ich schon mal direkt, denn ich baue mir lieber ein etwas ausgeglicheneres Team. Ja, ich habe jetzt zwar ein Team gebaut, noch nicht mit allen Münzen, seht ihr aber gleich alles, werde ich euch alles gleich erklären, einfach damit ihr auch etwas mitkommen könnt, weil ich bin natürlich mir sehr bewusst, dass jetzt nicht jeder einen 42K-Spieler zieht. Ich will euch auch so ein bisschen mitnehmen, einfach in der Folge, und ich kann mir noch früh genug ein sehr gutes Team bauen mit einigen Coins und wie auch immer. Im letzten Pack war dann nochmal, naja, immerhin den ziehe ich drin. Ich dachte, der ist vielleicht auch nochmal so 4, 5K wert, war irgendwie nur 2000 wert. Wie gesagt, die ganzen Karten habe ich dann erstmal verkauft. Da waren halt viele dabei, die ich jetzt eh nicht so gerne spielen wollte für SBCs. Da habe ich mir gedacht, kann ich dann später immer noch einkaufen? Ja, wegen der Loyalty wäre das vielleicht ganz hilfreich gewesen, aber man kriegt ja auch noch anderweitig Packs. Hab dann zumindest noch mein tägliches Forscher-Pack geöffnet. Auch das ist ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben kann. Selbst wenn wir natürlich ohne FIFA-Points spielen, wir ziehen immer unser Forscher-Pack. Man kann ja mal Glück haben und man zieht eine Karte, die irgendwie 10k wert ist, dann wird es sich halt lohnen, die 7500 Münzen auch wirklich dazu auszugeben. Ansonsten ist es ja mit Coins-Packs ziehen eigentlich nicht so smart. Hier seht ihr dann nochmal, da habe ich
ich dann direkt den Joe Gomez verkauft für die, also ich hatte ja vorher 3,5k, jetzt dann mit den ja, 42.000. Hab dann hier diese legen wir los Aufgaben gemacht, die man ja eigentlich immer machen muss. Wie gesagt, kann ich euch einfach empfehlen. SBCs sind gerade zu Beginn. Das wissen die meisten, aber für die, die es nicht wissen, ein absoluter Key immer, weil da kann man erstmal sehr viele Spieler rauskriegen. Man kann sehr viele Coins eigentlich damit machen. Es macht auch irgendwo ein bisschen Spaß. Und ich sag mal, so wie es ist, es hilft auch, wenn man nicht viele Coins hat, direkt für die Chemie und so. Man kriegt halt hier beispielsweise, selbst wenn es nur irgendwelche Bronzespieler sind, gerade zu Beginn, wenn man da schon von 60 auf, weiß nicht, 85 Chemie kommt, hilft das schon extrem, weil Chemie ist halt nun mal auch wichtig, damit die Spieler den Boost kriegen für die ganzen Chemistry Styles und so weiter und so fort. Ihr fragt euch jetzt leider, wieso zeigst du uns denn das hier noch? Ja, das hat auch seinen Sinn. Denn ich zeige euch zwar jetzt gleich nicht mehr die ganzen Bronze-Packs, weil da war jetzt nicht mehr so viel Interessantes drin. Aber für das Abschließen dieser SPC, ich muss schon schmunzeln, habe ich ein 2-Spieler-Pack bekommen. Und ja, bitte regt euch jetzt nicht schon wieder in der ersten Folge auf. Ihr kennt das zumindest auch aus dem letzten Jahr bei der RCG. Da hatten wir jetzt bis auf Mbappé nicht so ultra viel Luck für den Zeitpunkt, wie viel ich gespielt habe und so weiter und so fort. Dass das hier so losgeht, da kann ich auch nichts für, ja. Und ich hoffe, dass ihr euch zumindest für mich mitfreut. Denn aus diesem 2-Spieler-Pack, da kriege ich ja dann eine seltene Goldkarte. Also 2 Spieler, eine davon ist selten. Das kann, glaube ich, auch eine seltene Silberkarte sein. Ziehen wir den linken Verteidiger aus Kanada und das ist Davis. Es ist natürlich untauschbar, aber ist natürlich trotzdem einer der besten linken Verteidiger überhaupt im Spiel. Also ich kann mich in der ersten Folge, es ist wirklich ein absolut perfekter Start, das kann man nicht anders sagen. Ich habe euch aber ja auch schon gesagt, wie gesagt, das war's mit dem Davis. Wir gehen mal kurz rüber ins Live-Gameplay, dass ich euch so ein bisschen trotzdem auch mitnehmen will. Ich weiß, ich habe jetzt mehr Münzen, ich habe schon Davis, das ist ja eigentlich kein normaler Start. Ich hatte da schon ordentlich Glück. Deswegen habe ich mir gedacht, baue ich mir ein Team für so 12-13k. Das kann man aber auch noch deutlich billiger machen und zwar nur mit Non-Rares. Damit machen wir jetzt auf jeden Fall auch das erste Game. Ich mache eigentlich immer ein Game zur ersten Folge für euch. Auch wenn ich jetzt natürlich in Wahrheit schon etwas weiter bin mit den Coins, aber ich denke, dass das für euch sinnvoll ist. Und so habe ich mir dieses Team gebaut. Aus nur Non-Rare-Karten, da kostet jede Karte so unter 1k, außer dieser Godfrey, der ist halt 83 Pace, außer Premier League kostet 8.800. Falls ihr jetzt nicht so viele Coins habt, dann könnt ihr das Team wahrscheinlich easy für 8, 9, 10k machen und dann hier halt mit irgendwelchen anderen. Oder ihr holt euch einfach irgendeine seltene Karte, holt euch hier vielleicht noch einen englischen Innenverteidiger und dann kann man hier auch mit, weiß nicht, als Beispiel in irgendeinem anderen englischen ZM oder so gehen. Aber ich fand das ganz cool, das war eine coole Idee. Ich wollte einfach mal nur mit dem ganzen Non-Rare-Team spielen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, früher auch in den alten FIFAs, dass das auch immer relativ viel Spaß gemacht hat, mit nur Non-Rare-Teams zu zocken. Und ja, deswegen gehen wir rein in unser erstes Rivals-Game. Ihr wisst ja, ich habe auch dann häufig immer versucht, möglichst kreative Teams zu bauen. Natürlich werde ich hier auch ein bisschen, gerade wenn es in Richtung Weekend League geht, versuchen natürlich die Elite 1-Ränge zu erreichen. Vielleicht auch irgendwann mal die Top 200. Mal schauen, wie mir das Spiel so liegt in diesem Jahr. In-Game spiele ich in der 4-2-2-2. Taktiken, Anweisungen habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz. Und wir zocken gegen Messi und Marquinhos und Kimpembe. Was ist denn hier los? Ich bin noch in der 10. Division. Das sollte man vielleicht hier auch nochmal festhalten. Ja, da würde ich mal sagen, gleich streng dich an. Erstes Game. Für Hakimi hat es aber nicht mehr gereicht. Geringverdiener. Ah, da geht Messi. Bitte nicht direkt das 1-0. Let's go, unser Keeper. Golini. Let's go, Mann. Ja, holen wir uns den Ball zurück. Leao geht in der Mitte. Kriegen wir den rüber. Let's go. Da ist doch das erste Tor unserer RCG. Wie gesagt, Gegner sehr gut. Nunes macht ihn. Das ist unser Stürmer aus Uruguay. Leao ist schöne Vorlage. Passt doch, perfekt, 0-1. Und der nächste Angriff rollt. Wo ist Nunes? Wo ist Leao? Unser Traumduo vorne. Ja, holen wir uns aber wieder durch das Pressing. Nunes hat ihn. Und wir kriegen ihn in der Ecke. Oh, wir haben 2 gegen 2. Nunes. Ja. Nunes hat Platz. Kriegen wir den wieder in die Mitte. Diesmal andersrum. Der soll eigentlich auf Leao kommen. Und der passt den leider da oben hin. Da geht Messi, der kann natürlich eigentlich fast nur mit dem Linken. Ja, und das ist halt Messi. Gutes Dribbling, gut gemacht vom Gegner. Da bin ich dann mit meiner IV vielleicht ein bisschen aufgeschmissen. Auf geht's, Leao. Horta, gut. Können wir den flanken? Kommt mit ein bisschen Glück.
Das gibt's nicht. Den hält einfach Donnarumma. Sehr schön. Komm, Leao. Den musst du jetzt machen. Abfahrt. Dragback kommt. Jetzt ist 1 gegen 1. Dribbling. Gegner verladen. Mit links in Pfosten drin. Let's go. 73 Schuss. Völlig egal. Linker Fuß. Vielleicht war auch der Ball deswegen so gut, weil er halt mit dem linken war. Nimmt da Koke mit. Jibbermore hat das Ding. Direkt nochmal ein Zeichen setzen. Wunderbar. Schiri. Das war's mit der ersten Hälfte. Gut hinten, also ein, zwei Chancen zugelassen, gerade auch zu Beginn. Aber insgesamt geht das, glaube ich, in Ordnung hier, dass ich führe. So, erster Angriff, zweite Hälfte. Gonsalves, kommen wir direkt durch. Kriegen wir den in die Mitte, das ist ein guter Ball. Und was macht Horta da? Das bleibt sein Geheimnis. Ein Tor braucht man noch, würde ich behaupten. Messi ist und bleibt halt gefährlich. Da ist Gonsalves gegen Kimpembe. Ja, joggen wir einfach mehr oder weniger vorbei, spielen ihn in die Mitte. Und dann leider der Linke von Nunes. Schade, Mann. Gucken wir, ob wir es so hinkriegen. Mit Leao. Jetzt nochmal der Dragback. Wieder mit links. Geht das? Das geht. Let's go. 3-1. Wie gesagt, ist ein richtiger Brocken hier. Aber Rafael Leao auf jeden Fall der Star der ersten Folge. Und weiter geht's. Wir spielen uns hier in einen Rausch. Der Rüberleger kommt natürlich. 4-1. Das Ding ist durch hier. Und das war es auch noch mit dem ersten Spiel und der heutigen ersten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Karte ich auf jeden Fall zuerst unbedingt mal kaufen muss, testen soll. Egal ob Starter-Team, auf welche Karte soll ich vielleicht hinarbeiten, die jetzt zum Anfang hin vielleicht auch realistisch ist. Jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, Prime-Agent R9. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid hyped für die nächsten Folgen. Gibt jetzt natürlich wie immer täglich. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Das wissen aber, denke ich mal, sowieso schon die meisten. Erstes Spiel geht an uns, meine lieben Freunde. Und das war's von mir. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.